Herzlich willkommen bei V60hybrid.de. Mein Name ist Stefan Lenz und in diesem Video vom Fahrsicherheitstraining mit dem XC90 T8 geht es um das Thema Bremsen. Ich kann mir gut vorstellen, dass manch ein Zuschauer nun mit den Augen rollt und fragt, was soll denn ein Film übers Bremsen? Einfach den rechten Fuß voll aufs Pedal und warten, bis die Fuhre steht. Soweit die Theorie. In der Praxis habe ich es bei diversen Fahrtrainings immer wieder erlebt, dass auch sehr erfahrene Autofahrer das richtige Bremsen erstmal lernen mussten. Wirklich erschrocken war ich allerdings, als eine der jungen Fahranfängerinnen erzählte, dass sie in der Fahrschule 3 Vollbremsungen aus 30 km/h gemacht habe und sonst keinerlei Notbremsübungen vorkamen. Als ich damals den Führerschein machte, konnte ich den Fahrlehrer verstehen, dass wir höchstens mal eine Stotterbremsübung machten. Denn nach jeder echten Vollbremsung mit dem ABS-losen Golf 2 hätte er neue Reifen benötigt. Heutzutage sollten aber ein paar ABS-Bremsungen aus 50 bis 70 km/h zwingend zum Fahrschulprogramm gehören. Bremst man aus 30 km/h ab, so steht das Auto so schnell, dass man gerade als Fahranfänger gar keine Chance hat zu spüren, was mit dem Wagen passiert. Auf dem Trainingsgelände war nun die Gelegenheit dazu, den sogenannten Bremsschlag zu üben. Also so schnell und kräftig wie möglich auf die Bremse zu gehen. Und die jungen Leute konnten sich an höhere Geschwindigkeiten bei diesem Manöver gewöhnen. Hier mal wieder ein direkter Vergleich einer Teilnehmerin, die am Anfang noch viel zu früh und zaghaft bremste und am Ende das ABS im Regelbereich hatte. Für den XC90 T8 war diese Übung überhaupt keine Herausforderung. Die Bremsen packen heftig zu, wenn man den Anker wirft, und auch bei der höchsten Geschwindigkeit, die der Anlauf zuließ, also etwas über 90 km/h, blieb er beim Bremsen stoisch gerade.